Ja, hallo Lieben, hier ist mal wieder Christian Hemschemeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Spiri-Coach und vieles mehr. Und ja, heute haben wir mal wieder eine Mail, wenn du auch solche Mails stellen willst, machst du ein Formular auf liebeship.de, gibt es auch verschiedene Optionen und genau. Ja, heute geht es mal wieder um das schöne Thema. Ja, ich habe so eine Achterbahnfrau gedatet, so typische Mail von Männern. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns auf der Liebeship-Party sehen. Das sieht ja ganz gut aus in Berlin, 25.09. Und ihr könnt auch noch einsteigen in meine Wohlfühl-Challenge auf Liebeship. Ansonsten, ja, denkt doch immer dran, wenn ihr neu bei mir seid, diese Kernkurse zu machen, Modul 1, Modul 2, Modul 3, Umprogrammierung des Liebeships. Ist immer gut, wenn man auch an der Basis anfängt, wo ich das alles erkläre, warum gibt es diese Beziehungsdynamik, wie kommst du da raus und so weiter. Gut, eine Nachricht von Borowkow. Lieber Christian, ich habe deine beiden Bücher gelesen. Habe übrigens heute endlich meinen Vertrag unterschrieben fürs dritte Buch. Richtig cool, kommt nächstes früher raus. Mag deine Videos sehr und bewundere deine große Kompetenz in Beziehungsfragen. Ich mache derzeit eine tiefschürfende Veränderung durch, habe schon viel gelernt, bin aber auch unsicher, es tut oft weh. Ich bin in den 30ern, blicke auf ein Flickwerk an sehr vielen sexuellen Abenteuern und mehr oder weniger kurzen, aber intensiven Beziehungen zurück. Ja, da bist du auf jeden Fall richtig, kann ich jetzt schon sagen. Dafür sind meine, ja, meine Arbeit, meine Kurse, meine Videos gemacht. Ich vermute einen eher unsicher besorgten Bindungsstil, also auf gut Deutsch Verlustangst, und eine große Portion Kodependenz, ja, ich nenne das immer Co-Abhängigkeit, bei mir. Vor einigen Tagen musste ich bei der dritten toxischen Kurzbeziehung in Folge die Notbremse ziehen und diese zum Selbstschutz beenden. Ich möchte eigentlich nur auf die letzte dieser Beziehung eingehen, denn das Muster war nicht immer das gleiche. Ich, der Retter. Ja, also, ich habe das ja schon mehrfach gesagt, dass wenn Männer mir schreiben, ist das wirklich, weiß nicht, das ist wie, ich weiß auch schon, wie die Mail losgeht, wie sie weitergeht, wie sie endet. Es ist wirklich fast, weiß nicht, als wenn es so eine Vorlage geben würde, nach der diese Beziehungen laufen, und es ist immer, der Mann ist eigentlich immer der Retter. Und ja, datet eine Damsel in Mistress, also irgendjemand, den er meint, retten zu dürfen, zu können. Ja, typischerweise eine emotional sehr instabile Frau. Und ja, man denkt dann so, die hat bestimmt noch niemand gehabt, der sie retten wollte, und ich bin jetzt der Erste und ich kriege den Preis. Und das ist natürlich, ja, ist natürlich gar nicht so. Du bist wahrscheinlich der Hunderttausendste, der da so drauf reinfällt. aber ja, man kann ja beim anderen sowieso nicht machen. Man kann nur seine eigene Spielfläche sauber halten. Deswegen hilft auch alles Schimpfen nichts. Und ja, musst dir deine Retterthemen angucken, ne? Nebenbei erwähne ich, dass ich eine sehr schwere Kindheit habe mit wenig verfügbaren Adoptiveltern und Gewalt. Ja, sorry dafür, das ist bestimmt heftig. Ist auch gut, sich das anzugucken als Referenz, ne? Woher kommt das wohl? Aber irgendwann muss man einfach den Kopf aus dem Sand stecken und sagen, machst du ja jetzt ja auch, ich gehe das Muster jetzt an und jetzt reicht's mir. Und ja, jetzt geht's los. Hier die Geschichte. Ich kannte XY eigentlich schon seit über einem Jahr. Nennen wir sie mal Lara Croft, ne? Ich kannte Lara Croft eigentlich schon seit über einem Jahr. Ich kontaktierte sie erstmals, als ich sie auf ihren Facebook-Bildern atemberaubend schön fand. Erster Fehler, Fragezeichen. Ja, also viele von diesen Frauen, an die Männer in toxische Beziehungen geraten, ja, geben extrem viel Energie in ihr Äußeres, so, ne? Weil sie wissen, das ist wie so ein Honigtopf, der die Bienen anzieht, und ja, Männer sind sehr visuell, ist auch keine Entschuldigung, natürlich sollte man trotzdem auf den Charakter gucken und so weiter.
Aber ja, wir alle wollen ja immer, unser Ego ist ja auch dabei, wollen ja unser Beziehungsoutcome optimieren. Das heißt für Männer möglichst schön, für Frauen natürlich teilweise auch. Heißt auch oft hoher Status und ja, so. Und du denkst dann, ja, ich kriege jetzt hier die Schönste und wie toll. Und ja, und dann ist das Ego so geflasht und das innere Kind, aber vor allem das Ego, dass man nur alles hinwegsieht, ne? Sie ging auf meine Zuschrift ein, obwohl sie damals in einer Beziehung war, trafen wir uns immer wieder. Nein, die ist schon wieder ein fucking Dreieck. Ich dreh durch. Oh. Ja. Was soll ich noch sagen? Es ist wirklich, jede fucking zweite Mail ist im Dreieck. Also Leute, wenn ihr eine einzige Sache, ich sag's jetzt nochmal, nur eins von meinen über 1000 Videos, weiß ich nicht, 20 Kursen, ich habe 30 Kursen, ich habe, wenn ihr eine Sache mitnehmt, nur eine einzige Sache, bitte nicht in einem Dreieck daten. Also es sei denn, ihr wisst genau, was ihr tut und es ist abgesprochen und ihr wollt irgendwie eine abgefahrene polyamore Geschichte ausprobieren, selbst dann, naja, aber bitte, also wirklich, das, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, ey, bitte, 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 datet nicht im Dreieck, bitte, 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 ich weiß auch gar nicht, warum das nirgendwo anders steht, sonst wird ja alles kopiert von mir immer vor und zurück und, aber mit den Dreiecken, ich weiß nicht, das habe ich noch selten gehört, weil das ich, also was mir das anderen nicht auffällt, dass diese toxischen Beziehungen andauernd im Dreieck sind, andauernd. Also ich meine, die Frau hat natürlich keine Ehre, sage ich jetzt mal, ja, betrügt ihren Freund und du machst natürlich mit, ne? Ich meine, jetzt kannst du natürlich sagen, ist ja nicht mein Problem, aber Karma is a bitch, du trinkst am toxischen Brunnen, nimmst so ganz große Schlucke hier und dann darf man sich nicht wundern, ne? Also es ist, ja, also allein das ist schon so eine big fucking red flag, aber gut. Und du trinkst in großen Schlucken mit am toxischen Brunnen, das ist wirklich so, ja, weil auch du, man, viele sagen ja dann, ja, wenn jemand in einer Beziehung ist, ist ja nicht mein Problem. Aber du begibst dich da tief, ich das immer sage, in 3D-Energien, in toxisches Mindset, toxische Energien. Und wenn man sich da so überschüttet mit toxischen Energien, ja, dann geht's abwärts. Ne? So. Ihre Handynummer gab es mir damals eigentlich nicht und sagte, die vereinbarten Treffen jedes Mal vorher ab. Ließ sich dann aber doch zum Erscheinen überreden. Auch hier, ich vermute mal, dass du neu bist bei mir, also es sind so viele, also das ist wirklich eine, es ist wieder die berühmte rote Flaggenparade, wo wirklich, ja, also, wo wirklich eine Sache nach der anderen ist, so, und ja, auch da, was soll man dazu sagen? Also wenn jemand vereinbarte Treffen absagt, dann ist es kein geeignetes Date. Also muss ich wieder sagen, wo sind deine fucking Standards? Vielleicht bist du neu, wie gesagt, das ist Modul 1 bei mir, Standards definieren, wirklich die Basics, immer wieder die Basics. Da könnt ihr so viel mit in den Griff kriegen. So, ne? Und du willst keine Frau zum Treffen überreden. Vielleicht denkst du, das lohnt sich, weil sie sieht ja so gut aus, aber guckt euch mal Reality-TV an, so diese ganzen Trash-TV-Sendungen. Da kann man es eigentlich gut sehen, dass wirklich die Männer, die am meisten in so einem James-Bond-Modus sind, da sahen die meisten Frauen ab, weil sie einfach, pff, ja, kommt nicht, scheißegal, der dich die Nächste. Und da sind die Frauen dann auf einmal hinterher. Aber wenn du so, das ist auch, weil ich meine, bei dieser Frau spielt es wirklich keine Rolle, aber mach das nicht, ne? Und wenn, ist auch ein Tipp für Männer, wenn du wirklich hotte Frauen daten willst, musst du jede Frau, also du darfst eine hotte Frau nicht mehr auf dem Podest heben, als es eine nicht hotte Frau machen würde. Du musst alle Frauen gleich behandeln und das ist so der Trick, super attraktive Frauen zu daten, ist letztlich andersrum wahrscheinlich genauso. Oh, ist mir schon wieder los, ey. So gilt für Frauen natürlich letztlich auch. Also man darf Menschen nicht auf den Podest stellen, ne? Also wenn du atemberaubend attraktive Menschen, das natürlich nur für dich, daten willst, musst du sie exakt gleich behandeln, ne? Also das ist,
der Trick, das war für mich ein Eintrittstor zu einer ganz neuen Welt, als ich gemerkt habe, ich muss eine Frau, die ich super attraktiv finde, muss ich ja irgendwie nicht fünfmal einen Stuhl entschieben, sondern ja, man bleibt cool, calm, cool, collected. Und dann kannst du auch attraktive Menschen daten, ne? Geht natürlich für beide Geschlechter so. Mindset ist alles. Nicht alles, aber also für Männer ist es vor allen Dingen super viel. Also klar gibt es auch andere Faktoren, aber naja, gut, aber wir schweifen ab. So. Ich kann es nicht erklären, weil irgendwas zog mich an dieser Frau in den Bann, aber es war von Anfang an ein sehr unbrechenbares Hin und Her. Sie wirkte sehr verzweifelt, labil, aber doch so wunderschön. Eigentlich war ich damals ein Fremder, aber sie schüttelte mir vertrauensselig ihr Herz aus. Sorry, das ist... Mann, du musst echt dringend bei der Kurse machen. Alter Falter! Das ist so ein... Du bist dann in so einer Rosamunde-Pilcher-Fantasie und ja, triffst die eine und es ist so diese... wie heißt der Film noch? Ich gucke jetzt nicht drauf, mit dieser Prostituierten, die dann gerettet wird. Kennt ja jeder. Also das ist so dieses Bild, was die Männer so im Kopf haben, was man ja auch, was ja fast schon archetypisch ist, was man immer wieder sieht im Film, ne? Also man trifft auf die eine und sie hat leider noch nie einen Retter getroffen und du rettest sie jetzt und dann bekommst du die Frau und natürlich ein Schloss und das Land dazu. So. Ja, es wäre auch schön, wenn es so wäre, nur alle ihre Beziehungen werden so ablaufen. Bis auf die Beziehung, die sie führt, wo sie voll im Plus ist und aber dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Das ist also dieser Typ Frau matcht mit sehr co-abhängigen Männern, matcht auch mit sehr narzisstischen Männern und benimmt sich dann jeweils komplett anders. Das ist auch sehr verwirrend vielleicht so. Und naja, macht die fucking Kurse, kann ich mal nur sagen. Guckt nicht nur die Videos. So, aber auch das, aber ich kann es verstehen, weil ich kann es wirklich verstehen, weil dieses, ich glaube, das liegt auch an einer scheinbaren weiblichen Polarität oder so, dass dieses zerbrechliche Weibliche ist für Männer unheimlich attraktiv, vor allen Dingen, wenn man, soll ich mal sagen, selber so ein vielleicht ein bisschen damit ein Thema hatte in der Kindheit, hattest du bestimmt, und so ein co-abhängiges Thema hat. Boah, ist das echt schwer, dem so zu widerstehen, so, weil das ist, was man dann so will. Man will endlich die weibliche Person retten und dann sieht sie auch noch gut aus und dann ja, wird das auch so von der Fantasie so überhöht. Und naja, sie klagte zwar fortwährend, dass ihr Freund sie miserabel behandelt. Ja, das meinte ich eben, sie matcht eben auch auf der anderen Seite mit jemand, aber das ist ein Irrtum. Das ist so dieses, ja, Täter-Opfer-Retter-Dreieck, also das ist wirklich alles trainiert. ja, dass du denkst, da ist ein Opfer und da ist ein Täter und du bist der Retter, aber das ist nicht so, ne? Also das ist, sie will sich gar nicht retten lassen, also das ist dieser Typ Frau, der sich retten lässt und springt dann wieder in die reißenden Fluten und lässt sich wieder retten und irgendwann gehst du unter und sie zieht weiter, so, ne? Also das ist... muss da auch hinter die Fassade gucken, wo sie wahrscheinlich sehr kalt sein kann. Und ja, und das ist alles, also, aber solange man es nicht weiß, aber es ist alles big fucking Red Flag Parade hier, ne? Das muss man einfach sagen. Das war, ne? So, sie klagte fortwährend darüber, dass ihr Freund sie miserabel behandelte. Ja, du bist ja auch hier zum Good Guy, das kommt ja auch noch so dazu, aber gut. Trennte sich etwa dreimal von ihm, kehrt immer wieder zu ihm zurück. Jedes Mal trafen wir uns und sie missbrauchte mich als ihrem Pseudotherapeuten. Ja, ich meine, siehst du das, aber machst nicht mit, so, ne? Sag, hey, sorry, ich trenne dich, ich will dich daten. Also, ich meine, allein schon dieses Dreieck ist, also, da musst du einfach deine Füße im Boden rammen und sagen, hey, ich treffe dich erst wieder, wenn du dich getrennt hast, was sie natürlich nicht macht und dann hast du den ganzen Kram schon dir erspart, so, ne? Ich weiß, das ist wie eine Droge, ne? Wir reden hier über Drogen, Liebessucht. Und ja, es fühlt sich sehr intensiv an und Mann fühlt sich sehr intensiv und Sex ist bestimmt toll, schön lecker, toxischen Sex. Ja, aber es macht einen halt fertig, ne? Gut.
Jedes Mal war ich in Hoffnung und wurde enttäuscht. Da sie meine Erwartungen nicht erfüllte, beendete ich damals den Kontakt. Oh, das ist gut. Fantasierte während des Corona-Lockdowns darum, dass Lara Croft wohl mal endgültig mit ihrem Freund Schluss machen würde und es noch Hoffnung gäbe. Für ein halbes Jahr trennten sich unsere Wege. Kürzlich war ich für einige Wochen in Problemen, als mich Lara Croft völlig unerwartet anrief und wortwörtlich sagte, sie sei jetzt wirklich Single. Okay, das sieht an, also gut gehandelt hier und okay. Und jetzt bereits dafür ein Treffen und auch mehr mit mir sei. Ich war verunsichert und sehr skeptisch, freute mich aber. Was ist eigentlich, klar, man braucht so seine Zeit, aber ich finde, du hast das hier eigentlich ganz gut gehandelt. So. Trotzdem ist sie immer noch die gleiche Frau. So. Ich war verunsichert und skeptisch, freute mich, dachte, das sei die Belohnung für meine Geduld. Ja, jetzt kommt das Schloss und die Ländereien und die Hochzeit. Das Treffen ließ sich dann sehr mühsam vereinbaren. Lara Croft kam auch diesmal zu spät. Ich war echt verwundert, wie ungepflegt und schlecht gekleidet sie auf dem Treffen erschien. Sie wirkte auch sehr unterkühlt und still. Der Kontrast zu den Fotos war echt enorm. Sie wirkte so anders, so unattraktiv. Ja, also ich denke, dass sie so ein Bindungsmuster hat, was so zwischen Verlustangst und Bindungsangst hin und her, also dieser desorganisierte Bindungsstil würde ich hier vermuten. Und und da ist sie jetzt, wo sie frei ist und zu haben ist, muss sie schon wieder Distanz aufbauen. Das macht sie so, also so erkläre ich mir das. Ne? Wir gingen nun endlich wirklich eine Beziehung ein, jedoch gab es schnell unerklärliches Drama. Ja, das sieht von innen immer so unerklärlich aus, aber so, also wenn ich das bis hierhin gelesen habe, wirklich, du datest da wirklich ein Minenfeld und so mal zu sagen, ne? Aber auf eine Art kann sie auch nichts dafür. Sie ist, wie sie ist und solltest auch über solche Frauen einfach einen Riesenbogen machen, so, ne? Ich kannte Lara Croft bis dahin eigentlich nicht wirklich und auch ihr Verhalten erschien mir schnell seltsam. Wir gingen schon beim nächsten Treffen in ihre Wohnung. Es kam überraschend schnell zu Sex. Der von ihr ausging. Ja, das ist auch ein wichtiges Thema, weil das gehört auch dazu, dass diese Frauen häufig sehr sexuell so upfront sind, was Männer erstmal total mögen auch wiederum, dass sie denken, oh, ich muss hier keine Überzeugungsarbeit leisten. Ist leider auch das alleine ist jetzt nicht eine Red Flag, aber so in diesem Gesamtzusammenhang, naja. Deshalb hielt sich sie für sehr frei und aufgeschlossen. Ja, das ist, ich sag ja, das ist wie ausgestanzt, es ist immer der gleiche Ablauf. Ja. Ihre Wohnung wirkte wenig einladend, Sauberkeit und Ordnung ließen zu wünschen übrig. Die erste Nacht war aber pure Harmonie, ich war glücklich. Auch das, also die ganze Energie geht in die Fassade hier, ist auch wirklich, man sollte echt Mitgefühl haben mit der Frau. So. Also du natürlich jetzt nicht, sollst dich davon lösen, aber weil, ja, es geht alles in die Fassade und alles andere kann dann nicht, aber das sind, du siehst schon die Zeichen, du deutest sie nur nicht, aber ich kann das total verstehen. Also man ist da halt völlig im Dopaminrausch und aber da kannst du ja auch einen Kuchen Kokain reinknallen. Das ist letztlich die gleiche Geschichte so, ne? Sie besuchte mich auch oft in meiner Wohnung. Lara unterstellte mir rasch, ich würde ja eh nur Sex von ihr wollen. Ich sei beim Akt lieblos und kalt und würde das wie eine Maschine machen. Gut, der toxische Kreislauf, ja, was soll ich sagen? Lovebombing, Kritik, Abschluss, sind wir schon in der Kritikphase nach einem Date. Und oft sind, ja, ich weiß, ich will jetzt nicht mutmaßen, was da noch so alles bei ihr ist, aber oftmals sind diese Menschen halt unheimlich gut im Projizieren. Ich würde dann sofort denken, will sie nur Sex von dir und ist sie lieblos und kalt und macht es wie eine Maschine. Also ich würde das sofort ich und du vertauschen, das mal so entsprechend übersetzen. Ne? Das kränkte und verunsicherte mich. Ich spürte ständig eine mir unerklärliche Angst in ihrer Nähe. Es war wie ständige Alarmbereitschaft. Ja, hör auf dein fucking Bauchgefühl. Du datest hier ein Minenfeld und ja, und dein Überlebensinstinkt will dir sagen, get the fuck out of here. Das ist super gefährlich, aber du bist halt so ein bisschen Drama-addicted, ne? Schon recht schnell wollte sie dann nicht mehr mit mir oder auch nur neben mir schlafen. Ich würde zu laut atmen. Och, das ist ja wirklich wie aus dem Lehrbuch hier. Also ja, das ist...
ist übrigens so typisch für, ich weiß jetzt nicht, ob sie das ist, ich werde hier auch niemand aus der Ferne diagnostizieren natürlich, aber es ist typisch für narzisstische Menschen, dass dann du atmest zu laut, du isst zu laut, du bist zu laut, alles ist zu viel und naja, just saying. Mitten in der Nacht haben sie oft, aber auf jeden Fall deutet es auch hier so auf Bindungsangst dem hin, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ja, dass sie einfach Distanz herstellen muss. Aber es hat nichts mit dir zu tun, ne? Es ist einfach mit dir nur zu tun, warum datest du solche Frauen, ne? Sollte ich mal so eine Männergruppe aufmachen, dann würden alle denken, sie hätten die gleiche Frau gedatet. Ja. Mitten in der Nacht haben sie auf ihr Bett, solche Schiefer auf der Couch. Zwar gab es mir schon bei der zweiten gemeinsamen Nacht Dinge aus ihrer Wohnung, aber sie sagt immer noch ständig vereinbare Treffen ab, weil sie Abstand, Ruhe, ja. Jetzt kickt leider schon Bindungsangst rein. Deswegen muss sie auch mehrere Menschen daten gleichzeitig, ne? Und ich dachte, wir wären uns wirklich näher gekommen. Nee, das ist ein Irrtum. Dieses Wechselspiel zwischen fast erdrückender Nähe und dann wieder Drama-Aktion war mir ein Rätsel. Laura reizte mich sehr dadurch auf, weil sie meist den Reiz Unterwäsche in meiner Wohnung. Ach, ich kann da so zu relaten. Ich kann nicht. Alter Falter, aber das kann sie halt auch perfekt, muss man einfach sagen, ne? Dann jedes Mal, wenn du dich zurückziehst, dann, alles klar, zieh mir mal Reizwäsche an, so kann ich mir noch ein bisschen Bestätigung abholen. Also sie benimmt sich da wie im Pornofilm, ne? Sorry. Wollte ich dann Sex, wurde ich oft abgewimmelt, ja leider bleibt es dann auch beim Film, weil ich ja zu aufdringlich wäre. Ja, aber das ist total toxisch, manipulatives Verhalten, sorry, das ist einfach, ist schon echt krass, ne? Vor dem Fernseher schmiegte sie sich meist ganz eng an mich und klammerte mich regelrecht, was mir oft zu viel wurde. Ja, und dann ist es, ja, ich denke, sie sucht, was glaube ich tatsächlich ist, dass sie eher so Nähe sucht als Sex und was nicht, vielleicht ist sie missbraucht worden, ich habe keine Ahnung, und meint, sie müsste Sex liefern, um Nähe zu kriegen. Aber du bist nicht ihr Therapeut, spielt alles keine Rolle, ne? Sex gab es nur noch mit einem spürbaren Widerwillen ihrerseits. Ist, wie es ist. Jetzt fühlt sie es halt nicht mehr, ne? Sie entzog sich immer mehr, außer leisem Blümchensex gab es gar nichts. Oh Gott, das lese ich jetzt mal nicht vor. Sie hat auch ein bisschen abfällig geäußert über, wie du beim Sex bist. Oh, das braucht kein Mensch, ey. Lara fragt mich auch oft, ob ich Kinder mit ihr haben möchte. Oh. Sprach aber auch von Adoption, was ich nach einer kurzen Zeit etwas schräg fand. Naja, du bist ja adoptiert und es ist manchmal verrückt, wie man dann so bestimmte Schwingungen gerät und ja, es dann so zu völlig verrückten Synchronizitäten kommt. Aber was soll's. Insgesamt gab es durchaus schöne und innige Momente, jedoch fühlte ich mich nie wirklich sicher oder angenommen. Das wundert uns jetzt aber. Zuletzt verbrachten wir einen wirklich wunderschönen Tag am Wasser und lagen harmonisch in der Sonne. Denkst du zunächst wieder Drama? Es geht nicht anders. Dieser Typ Frau braucht ständiges Drama, damit er sich überhaupt ein bisschen spürt. Aber offen gesagt, du scheinbar auch, ne? Also, es macht dir alles keinen Spaß, aber da müsstest du wirklich gucken, was war bei dir in der Kindheit mit Drama? Wieso hast du da so ein, findest du das, fühlt sich das für dich heimisch an, vertraut an? Ja, aber such dir eine ruhige Beziehung und jemand wegen, weiß ich nicht, Fallschirmspringen, Mondlandung, keine Ahnung, Marianengraben tauchen, aber date nicht solche Frauen irgendwie, ne? Gleich am nächsten Tag wollte Lara wieder Abstand, eine Pause von mir. Sie meinte, ich sei zu sexuell und dass es ja alles keinen Sinn hat. Ja, also Sinn hat es tatsächlich nicht. Diesmal beendete ich die Beziehung. Gehe ich mal auf den Balkon und klatsche. Was Lara Croft ohne Gegenwehr hinnahm, da wir eh nicht zusammenpassen würden. Also du bist wirklich, ich weiß, das ist eine harte Geschichte, aber du bist wirklich gesegnet vom Universum, dass hier nicht mehr passiert ist, dass sie nicht plötzlich schwanger ist, dass sie nicht, weiß ich nicht, dass sie nicht plötzlich im Swingerclub landet oder dir drei Typen vorgestellt werden oder sie dann, weiß ich nicht, sich in irgendeinen Abgrund gezogen hat, wo noch viel krassere Sachen passieren. Also nicht, dass, also ich sage jetzt nicht, dass sie ein böser Mensch ist oder so. Ich glaube, sie kann das wirklich nicht anders. Aber sorry, ihr seid sowas von nicht kompatibel. Und weiß auch nicht, mit wem sie kompatibel ist. Aber naja, was ist mir da eigentlich passiert? Ja, es ist die typisch. Kannst du mal gucken noch. Vielleicht verlinke ich das hier, die toxische Frau.
episches Video. Kannst auch mal, also ich weiß, sag jetzt nicht, dass sie das ist, aber kannst auch mal Heißgalt Borderline, das ist eins meiner kontroversesten Videos, kannst du auch mal angucken. Was ist mein Anteil an dieser Sache? Ja, deine Co-Abhängigkeit und dein Retterthema, das kann man wirklich ganz klar sagen. Und mangelnde Standards, wie fast jedem Video. Wenn ihr Standards klar habt, kann euch nicht wirklich viel passieren, so, ne? Aber das ist schwierig. Also viele haben sie nicht klar und auch wenn man sie klar hat, sagt dann oft die liebessüchtige innere Stimme, nein, diesen Menschen kannst du ruhig daten, das macht gar nichts. Was kann ich in Zukunft anders machen? Ja, habe ich ja gut gesagt. Sicher konnte das mit Lara nicht klappen, es fühlt sich aber so an, als wäre ich irgendwie schuldig. Diskussionen über Schuld bringen gar nichts, nur zu gucken auf deiner Spielfläche, was kann ich hier lernen für mich, es bringt nichts. Das ist eigentlich bei allen Sachen im Leben, ob man jetzt einen Autounfall hatte oder sonst was. Also es bringt nicht viel, über Schuld nachzudenken. Schon über Selbstverantwortung, ne? Was ist mein Teil hier? Aber Schuld. Ich bin ziemlich aufgewühlt und vermisse diese Verrückte irgendwie. Finde ich total ehrlich. Und ich glaube, es wird auch noch eine Zeit zu gehen. Also ich würde dir auch wirklich dringend Modul 0 empfehlen. Bänder trennen, rote Kreuzübung. Oh Mann, ich habe echt mal Mitgefühl. Ich weiß, das ist echt total kacke. Aber ja, wie gesagt, das ist wie wenn du, weiß ich nicht, in so ein Drogenlabor geraten bist und dann irgendwann sagst, ja, eigentlich bin ich ja gegen Drogenlabore, aber irgendwie vermisse ich das doch, den Kick. Ja, such dir einen anderen Kick. Ich habe auch was super Interessantes gelesen über Drogentherapie. Das fand ich super spannend. Da mache ich vielleicht auch mal ein Video drüber, so neue Ansätze, wie man versucht, die Süchtigen da bei diesem Kick zu kriegen, so auf eine spielerische Art und fand ich so genial. Das muss ich, also, das ist wirklich großartig. Also du musst einfach akzeptieren, dass du jemand bist, der auch einen Kick braucht. Und dann hol ihn dir, aber nicht mit solchen Frauen. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen.